Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Diese Woche wieder mit einer neuen Frisur. Viele wissen es ja schon, ich werde im Oktober in den Urlaub fliegen und dementsprechend wurde es nach fast 8 Wochen auch mal wieder Zeit, zum Friseur zu gehen. Ich konnte die langen Zotteln einfach nicht mehr sehen. Es hat mich jeden Morgen so aufgeregt, da ständig zu glätten und zu waschen und anstrengend. Und ja, ich wollte wieder ein bisschen was anderes. Jetzt sind sie wieder so ein bisschen kürzer an der Seite und hinten und eben so ein bisschen nach oben und ein bisschen punkiger. Und ist diese Woche sozusagen passiert. Das ist etwas, was man ja offensichtlich sozusagen sieht. Und ansonsten ist, glaube ich, der Herbst tatsächlich angekommen. Die Blätter werden rot, sie fallen herab, was das Laub im Garten angeht. Und auf der Straße ist echt der Hammer, was da schon runterkommt. Und besonders schön fand ich es diese Woche. Ich arbeite bei uns im Büro im zweiten Stock. Und das Schöne ist, dass man eben relativ viel Grün um uns herum hat und dass so vereinzelt Äste eben schon gelb und rot und orange sind. Das sieht total schön aus und hat mich diese Woche immer wieder begeistert, wenn ich denn mal die Zeit hatte, aus dem Fenster sozusagen zu gucken. Und auch, ich hatte Spätschicht, auch die Sonnenuntergänge. Wunderschön, super schöne Farben. Und so lässt sich der Herbst doch irgendwie gut gehen, auch wenn ich den Sommer und die Sonne doch vermisse. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es locker bis Februar, März dunkel und kalt sein wird, ist das schon wieder so was Langes, Dunkles, was vor einem liegt. Es ist einfach nicht so ganz meine Jahreszeit, aber wir, denke ich, machen einfach das Beste daraus, mümmeln uns zu Hause auf die Couch oder sitzen dann irgendwann in der Vorweihnachtszeit mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Und wenn der Kamin wie heute dann auch wieder prasselt, dann ist es ja alles gar nicht so schlimm. Zudem reise ich ja demnächst dann jetzt im Oktober auch in die Sonne und freue mich darauf. Aktuell sind es in Ägypten 34 Grad mit einer leichten Brise. Ich denke, so lässt es sich dann auch im Oktober auf jeden Fall aushalten. Ja, buchtechnisch lief es die Woche ganz gut. Es gab keinen Flop, eher ganz im Gegenteil, es gab ein absolutes Highlight und auch Bücher, die gut waren. Also es ist nichts, wo ich denke, diese Woche okay, alles schlecht, so wie letzte Woche mit 2 abgebrochenen Büchern. Und ich habe auch einen Film geguckt, der wirklich grandios war auf Netflix, noch gestern Nacht sozusagen. Oder gestern Abend. Und dann gibt es auch noch eine kleine Ankündigung für das nächste Kingsiana Hangout. Aber ich denke, wir fangen erst mit den Büchern an. Das erste Buch, das ich vorstelle, ist Wann immer ich die Sonne sehe von Michelle Schrenk. Das ist jetzt kein Buch, das ich diese Woche gelesen habe, aber es ist in dieser Woche erschienen und ich durfte es vorab testlesen und möchte dazu dann natürlich ein bisschen was erzählen. Dann habe ich gelesen Quality Land von Marc-Uwe Kling, eine Science-Fiction-satirische Dystopie, die ich absolut highlightmäßig grandios großartig fand. Dann habe ich zu Ende gelesen, wie ich es mir auch vorgenommen hatte, Der Bazar der bösen Träume von Stephen King. Ich habe ja die letzten 3 Wochen an diesem knapp 800 Seiten Buch sozusagen gelesen und es sind ja Kurzgeschichten von ihm und hier hängt noch, ich liebe dieses Lesezeichen, diesen kleinen Stephen King, einfach großartig und das habe ich diese Woche beendet. Auch beendet diese Woche habe ich Grundlagen des Atem-Yoga von Kalachandra Govinda. Ein Buch, das ich immer mal wieder zur Hand genommen habe und mir hier eben die Grundlagen des Atem-Yoga sozusagen beigebracht habe. Mir hier Inspiration und auch zum Thema Meditation was geholt habe. Und auch mit CD, was ich sehr gut finde. Dann komplett gelesen in dieser Woche habe ich Sturm über Windhaven von George R. R. Martin und Lisa Tuttle. Eine Science-Fiction-High-Fantasy-Geschichte, auf die ich mich sehr gefreut habe und sehr neugierig war, da das ja ein etwas älteres Werk des Autors ist. Und ich sehr neugierig war, was er hier so gemacht hat. Aber wir fangen wie immer von vorne an mit Wann immer ich die Sonne sehe von Michelle Schrenk, ein Buch, das jetzt am 23. und 24. September diesen Jahres bei Amazon erschienen ist. Michelle Schrenk ist ja
eine sehr erfolgreiche Self-Publisher-Autorin und ich liebe seit bestimmt 3 Jahren ihre Bücher und habe mich auch hier gefreut, als ich es vorab zum Testlesen erhalten habe und habe auch den Austausch mit der lieben Michelle sehr genossen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und bei diesem Cover, ja, da sieht man, dass natürlich die Sonne schon Programm ist und da bin ich als Sonnenkind natürlich direkt, fühle ich mich zu Hause. Ja, der Erscheinungspreis liegt bei 99 Cent für das E-Book. Das Taschenbuch kostet 7 Euro und es hat rund 210 Seiten. Es geht in dem Buch um Mia, die ja sauer auf das Leben ist, denn sie hat ihm ihre große Liebe genommen. Kai ist sehr jung gestorben und Mia verlässt auch so ein bisschen der Lebensmut und die Lebenslust und ja, teilt das auch recht offen mit ihrer Umgebung, egal ob es die Arbeit ist, ob es ihre Freundinnen sind. Und ja, sie trägt eine Sonnenkette um sich, die sie eben an ihre große Liebe Kai erinnert und an die sie sich hängt und im Grunde auch auf Zeichen wartet. Und ja, eines Tages, als sie einen Job verloren hat, ihre Wohnung gekündigt wurde und allerlei Schlimmes passiert ist, überreichen ihr ihre Freundinnen einen Brief von Kai, der ihr eben, ja, im Grunde sagt, Mensch, achte auf die Zeichen, halt den Kopf oben und ja, irgendwann scheint auch für dich wieder die Sonne. Und sie trifft dann auf einen wunderbaren Hund und auf ein sehr lustiges kleines Mädchen und ja, das Leben von ihr, ja, verändert sich so ein bisschen und ja, das sehr schön sozusagen. Mir hat das Buch von Michelle Schrenk auch diesmal sehr, sehr gut gefallen, denn es spielt zum einen in Nürnberg, das ist ja der Ursprungsort sozusagen von Michelle, da kommt Michelle Schrenk her und ist ja von mir auch keine 1,5 Stunden entfernt. Auch ich war schon des Öfteren in Nürnberg und es ist schön, mit diesen Geschichten eben auch diese Orte zu verbinden, die man eben kennt. Habe ich jetzt natürlich einen Heimvorteil, aber ich finde auch, dass Michelle diese ganzen Orte, diese Umgebungen, diese Gefühle, die sie wahrscheinlich zu diesen Orten hat, einfach wunderbar rüberbringt. Ich finde, das macht sie seit den ersten Büchern, die ich von ihr kenne, immer unglaublich gut. Man hat wirklich das Gefühl, man wäre vor Ort, man würde die Orte ja im Grunde vor Augen sehen und man wäre ein Teil einfach von dieser Geschichte. Das, finde ich, schafft sie wie immer grandios und hat mir unglaublich gut gefallen. Und man, ja, fühlt sich auch so ein bisschen zu Hause und willkommen und gut aufgehoben. Also wirklich ganz, ganz toll, wie Michelle das rüberbringt und gefällt mir sehr gut. Das zentrale Thema in diesem Buch ist natürlich die Sonne. Es sind Zeichen und es ist einfach auf die Kraft, ja, die man aus der Sonne ziehen kann. Und ich bin ja ein absolutes Sonnenkind und ziehe da auch unglaublich viel raus und konnte mich da einfach so gut darin einfinden, weil das ganze Buch strahlt förmlich vor Emotionen, Gefühlen und eben vor Sonne. Und es war genau das, was ich, glaube ich, auch einfach immer wieder brauche, diese Strahlen der Sonne, diese Kraft, die von ihr ausgeht. Und das mit diesen positiven Gedanken verbunden, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Was ich sehr schade fand, ist, dass Michelle sehr, sehr schnell manchmal erzählt hat. Also sie hat ein sehr schnelles Tempo an den Tag gelegt und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass das Buch nicht nur 200 Seiten hat, sondern dem hätten tatsächlich auch 80, 90 Seiten für die 300 nicht schlecht getan. Es ist oft so, dass man an eine emotionale Stelle kommt, die aber dann nicht sich fallen lässt in die Emotionen, sondern leider viel zu schnell weitergeht und eigentlich man vielleicht als Leser nochmal 5 bis 10 Seiten brauchen würde, um anzukommen, die Emotionen wirken zu lassen, zu verarbeiten und dann weiterzugehen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Das kann Michelle tatsächlich besser. Das fand ich in dieser Geschichte so ein bisschen hastig. Und so konnten diese ganzen großen Emotionen und Geschichten, die eben innerhalb der Geschichte passiert sind, gar nicht so richtig nachwirken, weil es mir persönlich einfach ein bisschen zu schnell gegangen ist. Aber das ist ja im Grunde wirklich nur ein Kritikpunkt, der Geschichte, diesen ganzen Idee sozusagen überhaupt keinen Abbruch tut. Aber wer eben emotional so richtig sich gefangen nehmen möchte und das auch von Michelle Büchern sozusagen kennt, der wird das hier ein bisschen vermissen, weil es hier wirklich tatsächlich, also mir viel zu schnell gegangen ist und ich mich gar nicht so richtig sacken lassen konnte. Es ist aber eine wunderbare Geschichte, die, wie ich finde, auch perfekt in den Herbst passt, dass man einfach die Sonne aus dem Sommer nochmal ein bisschen mitnimmt, dass die nachwirken kann und dass man wirklich nochmal das Gefühl von Sonne, Sonnenschein und Wärme hat, wer das natürlich gerne hat und der einfach Hoffnung, ja, im Grunde aus einer Geschichte ziehen möchte. Also es ist sehr positiv und es macht einfach Spaß, die Entwicklung der Charaktere mitzunehmen. Der Schreibstil ist sehr locker, sehr modern, sehr flüssig
Und ich mag auch einfach den Tiefgang der Charaktere, die hier wunderbar gezeichnet sind. Und das kann Michelle absolut gut. Also ich finde da wirklich kaum Worte, weil ich mag den Stil von Michelle Schrenk. Und ja, man spürt so viel auch von ihr einfach in den Geschichten, wie ich finde. Und ja, da kann ich einfach nur eine Empfehlung aussprechen und freue mich dann aber natürlich auch schon wieder aufs nächste Buch, das bei ihr schon in Arbeit ist und ich sehr neugierig bin, ja, was mich da dann so erwarten wird. Das zweite Buch, ja, was ich dann aber diese Woche auch gelesen habe, oder sozusagen das erste Buch dieser Woche, je nachdem, wie man es sehen möchte, geht in eine ganz andere Richtung. Es ist Quality Land von Marc-Uwe Kling. Das neue Buch von ihm ist jetzt Ende September im Ullstein Verlag erschienen, kostet als gebundene Ausgabe 18 Euro und als E-Book 15 Euro und hat 380 Seiten. Und ihr seht richtig, ihr seht zwei Cover. Ich kann mich nämlich tatsächlich nicht wirklich entscheiden, würde ich die dunkle Variante wählen oder die helle Variante. Es gibt tatsächlich zwei Bücher und die haben wohl nur sehr leichte Unterschiede im Text. Es gibt so Werbeeinblendungen innerhalb des Buches und ich vermute, oder es steht auch auf der Internetseite, dass die ein bisschen verändert sind. Man kann sich aber die jeweils andere Variante durchaus auch im Internet dann durchlesen und sieht dann, an welchen Stellen etwas anders war. Und ich habe, glaube ich, jetzt als E-Book die helle Variante gelesen, wenn ich mich nicht irre. Und werde dann auf jeden Fall nochmal einen Blick in die dunkle Variante werfen und welche ich mir dann ins Regal stelle, denn das ist für mich ein absolutes Highlight-Buch, das ins Regal gehört. Ja, weiß ich noch nicht, ob es die helle oder die dunkle wird. Ah, mal gucken. Aber so viel sei gesagt, das Buch war wirklich ein absolutes Monats-, wenn nicht gar Jahres-Highlight. Ich kenne den Autoren von den Känguru-Chroniken, die ich vor 2,5 Jahren bei meinem ersten Besuch in Berlin entdeckt habe und ich habe, glaube ich, alle drei, sind es drei Bücher, gelesen, beziehungsweise Band 2 und 3 dann tatsächlich auch gehört. Ich glaube, Band 1 habe ich mir in Berlin gekauft und Band 2 und 3 habe ich mir dann angehört und ich mochte die Känguru-Chroniken und einfach den Witz von Marc-Uwe Kling sehr, sehr gerne. Ich mag den auch so als Mensch, wenn man ihn zum Beispiel auf YouTube bei Interviews oder Lesungen oder so sieht und wenn er auch seine Geschichten selbst spricht, ist das einfach ja, grandios gemacht und ja, ich war sehr gespannt auf dieses neue Buch und bin per Zufall mal wieder darauf aufmerksam geworden, dass es ein neues Buch von ihm gibt und dass es sich hier irgendwie um eine satirische, dystopische Science-Fiction-Geschichte handelt. Und jetzt werden manche Leute denken, hä? Lustige Science-Fiction und dazu noch satirische, wie soll denn das passen? Und auch ich war kritisch interessiert daran und dachte mir, ja, da gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und Leute, es war einfach grandios. Ich habe so viel gelacht, so viel geschmunzelt, so oft genickt und ich fand die Geschichte Hammer. Also wir lernen hier im Grunde eine zukünftige Welt kennen, in der gefühlt alles kontrolliert wird, in der alle Macht den Robotern, den Maschinen gegeben wurde und wir lernen Peter Arbeitsloser kennen. Der heißt nicht etwa so, weil er ein Arbeitsloser ist, sondern in dieser Welt ist es so, dass die Mädchen als Nachnamen den Beruf der Mutter bekommen und die Jungs den Nachnamen haben, der Vater eben beruflich war. Und ja, Peters Vater war eben arbeitslos und dementsprechend, also ihr versteht, das kann sehr zu Verwirrungen und Irrungen sorgen und es kann natürlich auch Vorurteile geben, aber das ist natürlich Ziel in dieser Gesellschaft. Und er ist Maschinenverschrotter. Und er bekommt eben, ja, scheinbar kaputte Maschinen, die zum Beispiel eine Drohne ist, die Flugangst hat. Faszinierend, ich fand das so großartig. Also das klingt jetzt so banal. Wenn man diese Drohne dann aber kennenlernt, ja, schließt man sie direkt ins Herz und denkt sich, ja, ich kann verstehen, ich würde auch nicht ständig gern durch die Gegend fliegen wollen. Und ja, ich seht schon, ich bin total wirr. Ja, das macht das Buch mit einem sozusagen. Ja, Peter Arbeitsloser ist in einer Beziehung. Es gibt auch ein Perfect-Match-System, was im Grunde Menschen sich gegenseitig vorschlägt und in der Regel lassen sich die Menschen darauf ein. Die Menschen sind kategorisiert auch in verschiedenen Leveln und diese Menschen haben eben auch einen Ohrwurm im Ohr und das ganz wortwörtlich, was ich großartig finde, wenn man so einen Roboter hat. Ja, ihr versteht. Ich glaube, jeder kann sich jetzt vorstellen, was ein Ohrwurm ist. Es war einfach großartig gemacht. Und ja, Peter Arbeitsloser bekommt eines Tages ein Paket zugeschickt von einem großen, dem perfekten, den großartigsten Versandhandel, den es eben gibt. Denn in Quality Land ist alles immer in der Superlative. Also es gibt nicht einfach verschieden gute Warenhandel, sondern es gibt den besten Warenhandel. Und so
bekommt er einen, ich glaube, pinkfarbenen Delfin-Vibrator zugeschickt und versteht die Welt nicht mehr, warum er den gebrauchen kann. Er will ihn umtauschen und zweifelt im Grunde das System durch dieses Paket an. Und das System wehrt sich natürlich. Und es ist großartig. Zudem gibt es gerade einen Umbruch. Die aktuelle Präsidentin liegt wohl im Sterben. Und man weiß durch die Maschine eben, wann die Präsidentin sterben wird und bereitet jetzt eben wahlkampftechnisch schon die nächste Wahl vor. Und da treffen wir auf eine Maschine, die Präsident werden möchte. Denn sie ist ja perfekter und weiß alles errechnetermaßen besser als jeder Mensch. Und wie das die Menschen aber finden, ja, weiß man auch nicht. Und man spürt hier den Zeitgeist. Wir waren ja selbst, als wahrscheinlich dieses Buch auch entstand, so im Wahlkampf. Es gab verschiedene Wahlen. Wir hatten jetzt die Bundestagswahl. Und es hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Also es war so, dass man schon gespürt hat, hier ist irgendwie eine Zukunftsszenario gezeichnet, die aber so viel von der Jetztzeit aufgreift und sich darüber lustig macht, dass es einfach Hammer war. Es war so auf die Spitze getrieben, es war so humorvoll. Ich habe nur gelacht und ich mochte das einfach. Ich habe auch einiges rausgeschrieben, was ich grandios fand. Und ich möchte da einfach mal, um dass ihr so ein bisschen versteht, in welche Richtung dieses Buch geht, auch ein bisschen was erzählen. Und zwar geht es zum Beispiel um das Wort Krieg. Krieg ist nicht das politisch korrekte Wort. Es heißt Sicherheitseinsatz zum Schutz der Handelswege und der Rohstoffzufuhr. Auch sagen wir nicht mehr Soldaten, sondern Qualitätssicherer. Und wer jetzt nickt und denkt, irgendwie passt das, für den ist das Buch absolut perfekt. Dann gibt es zum Beispiel personalisierte Geschichten. Und hier heißt es so schön, in der Schule, sagte er, hatte ich mal eine Freundin, in deren Version von Game of Thrones keine einzige Figur gestorben ist. Die haben immer nur eine Sinnkrise bekommen und sind ausgewandert. Oder so. Also das bedeutet, solche Geschichten erleben wir eben auch und gerade in diesen Zwischentönen, Zwischenkapiteln, wenn es dann um die Werbung geht, wird einem das so ein bisschen klar, dass alles gefühlt auf einen abgemünzt wird, aber das natürlich auch nur eine Masche des Systems sozusagen ist. Und sehr grandios fand ich dann die Buchempfehlung aus dem Bereich Fantasy. Die Bibel für dich, gerade mal 100 Seiten dick, aber die haben es in sich. Onanie, Inzest, Mord und Totschlag, ein strafender Gott und eine originelle Vater-Sohn-Geschichte. Und Jehova sprach, Maria hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater geschehen ist. Sie hat mir genug erzählt, rief Jesus mit einer Hand am Kreuz hängend. Sie hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht habe. Nein, donnerte Jehova, ich bin dein Vater. Es hat einfach für mich perfekt gepasst, weil das genau die Art von Humor ist, die ich liebe, beziehungsweise auch die Art von Überzeugung, die ich liebe. Und auch bei mir ist ja zum Beispiel die Bibel auch nur ein Fantasy-Buch und die eben jemand geschrieben hat. Ne? Und das hat so, das habe ich gelesen und gedacht, das ist total erschreckend, dass dann seine eigenen Gedanken in einem Buch sozusagen wiederzufinden. Und diese geniale Zukunftsprojektion, die ist einfach der Hammer. Wir haben hier aktuelle Entwicklungen, die im Grunde darauf projiziert werden und die es einfach auf die Spitze treibt mit Humor und auch so trockenen Humor und so einen derben Humor. Und der Schreibstil ist sarkastisch, er ist ironisch, er ist völlig überspitzt, er ist völlig lustig und tatsächlich ist es gar nicht so unrealistisch und das ist das Erschreckende an Quality Land, dass es einen so begeistert, so mitreißt und man sich eigentlich danach fürchtet und denkt, so weit sind wir von dieser Science-Fiction-Welt gar nicht mehr weg. Und das war tatsächlich eigentlich das Gruseligste an dieser Geschichte, dass man geahnt hat oder ahnt, dass da schon Dinge auch so passieren und auf den Weg gebracht sind, dass sie so sind. Und man sich jetzt eigentlich nur noch fragt, wann ist es vollkommen und wann schließt sich der Kreis. Und manches auch sehr beängstigend ist und man wohl auch einfach mal sein eigenes Verhalten dementsprechend ein bisschen nachdenken muss oder überdenken sollte. Und das fand ich schon gruselig. Also dieses Buch hat mich im Nachgang immer noch beschäftigt und fand ich einfach großartig. Es ist ein absolutes Lesehighlight, das mir viel Spaß gebracht hat und das auf satirische Art und Weise eine Zukunftsvision zeigt, die gruselig ist, die einen zum Nachdenken anregt, aber eben mit so einem Zwinkern und einem Lächeln und der Hoffnung, dass man es noch anders machen kann. Und ja, absolute Empfehlung von mir.
Und dann zu einem Buch, das ich diese Woche beendet habe. Ich denke, ich muss gar nicht mehr so viel sagen. Zum Bazar der bösen Träume, eine Kurzgeschichtensammlung von Stephen King. Die gebundene Ausgabe ist 2016 erschienen, das Taschenbuch bei Heine Verlag. Ja, jetzt in diesem Jahr wurde mir auch vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt. Kostet als Taschenbuch 13 Euro, als E-Book 10 Euro und hat 20 Kurzgeschichten, wovon ich den bösen kleinen Jungen bereits kannte. Dementsprechend ziehe ich mir für diese Geschichte auch ein paar Seiten ab, weil ich habe sie kein zweites Mal gelesen und ich liebe meinen kleinen Stephen King. Ich kann ihn nicht oft genug zeigen. Ja, und es waren Kurzgeschichten, die ich tatsächlich fast durchweg gut und okay fand. Also es war keine dabei, die ich schlecht fand, die ich merkwürdig fand, die ich irgendwie dachte, ach, was schreibt er da wieder? Was ich ja bei Kurzgeschichten doch öfter habe von Stephen King. Hier waren wirklich durchweg spannende Geschichten dabei, die okay waren, die in verschiedene Richtungen gegangen sind. Ganz egal, ob im Grunde Horror, Grusel, Thriller oder auch ein bisschen was Gegenwärtiges. Ich fand, die Geschichten waren sehr gut ausgewählt, die haben sehr gut zusammengepasst und Stephen King kann einfach schreiben. Mir persönlich kann er einfach in dickeren, längeren Geschichten besser was rüberbringen als in kurzen. Ich finde tatsächlich, so das Kurze kann er gut, aber ich bin wahrscheinlich nicht so zugänglich für Kurzgeschichten. Ich fand jetzt ganz schön, ich habe 3 Wochen ja in diesem Büchlein sozusagen gelesen, habe so täglich immer mal geguckt, lese ich heute eine, teile ich mir die Geschichte in 2 auf. Am Wochenende habe ich auch mal zu 2 Geschichten gegriffen, weil den Wälzer habe ich nicht mit auf Arbeit getragen. Und fand ich gut. Hat mir gefallen, hat mir Stephen King Feeling in diesem Monat gegeben und hat mir gut gefallen. Fand ich okay. Tatsächlich fast mit einer der besseren Kurzgeschichtensammlungen. Wenn man wirklich von Kurzgeschichten ausgeht, es gibt natürlich Geschichten, wo dann eher die Novellen drin sind, wie Frühling, Sommer, Herbst und Tod oder Langolias, wo ja wirklich grandiose, längere Kurzgeschichten, Novellen sozusagen drin sind. Und aber die fand ich tatsächlich gut und freue mich, dass ich die im Regal stehen habe. Aber ich glaube, mehr muss ich nach 3 Bücherwochen jetzt auch nicht mehr erzählen. Guckt euch das einfach mal an, wenn ihr Kurzgeschichten mögt, Thriller mögt, Grusel, Horror und Stephen King. Ich denke, da als Fan muss man da gar nichts sagen. Oder wenn man eben mal reinschnuppern möchte in die Geschichten, die er so schreibt. Dann etwas ganz anderes, was mich jetzt schon ein paar Wochen, seitdem das Buch, denke ich, auch da ist, begleitet hat. Es sind die Grundlagen des Atem-Yoga von Kalachandra Govinda. Das ist im Juni diesen Jahres im Irisiana Verlag erschienen, kostet broschiert 20 Euro, als E-Book 16 Euro und hat eben bei der broschierten Ausgabe auch eine 70-minütige CD dabei mit 5 Übungen, Atemübungen. Und das Buch selbst hat 208 Seiten. Ich kam darauf irgendwie, ich denke mal wieder durch eine meiner Mindstyle-Magazine und fand Atem-Yoga schon immer irgendwie spannend. Und durch Meditation und Yoga lernt man ja so manche Atemtechnik. Und ich war hier einfach sehr neugierig, was es mit dem Atem-Yoga auf sich hat. Und das hat mir dieses Buch wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Also es ist jetzt keine Erzählung, kein Erfahrungswert, sondern wirklich ein Sachbuch mit verschiedensten Übungen, mit Erklärungen, was es damit auf sich hat. Man hat hier auch verschiedene Lernsäulen, die Kraft des Atems kennenlernen, Blockaden lösen, die Energien sammeln und Prana lenken, also dem Atem. Und das ist sehr, sehr schön, wie ich finde, auch aufgebaut. Es ist ein sehr informativer, theoretischer Teil in diesem Buch, der das Atem-Yoga sehr, sehr gut rüberbringt, wo man wirklich einen Eindruck dafür bekommt, was macht der Atem, was passiert im Körper, wie lenkt man ihn, wie funktioniert das, warum funktioniert es. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es war überhaupt nicht trocken, es war super informativ und auch sehr kurzlebig. Auch der Praxisteil, der sich dann wirklich mit den einzelnen Übungen beschäftigt. Dazu hat man auch hinten dann noch eine Übersicht, wann man zum Beispiel was benutzt. Also ob man eine energetische Atmung möchte, eine Vorübung, eine klassische Atmung.
Solche Dinge kann man eben dann im Grunde auch im Buch dann nochmal nachschlagen, was ich sehr übersichtlich finde, sehr gut finde. Und es ist wirklich, man kann eben auch einzelne Körperpunkte auswählen und man kann eben durch diese verschiedenen Atemtechniken eben auch eben was zur Entspannung, für den Morgen zum Wachwerden, für eine kurze Pause im Alltag. Solche Dinge kann man hier wunderbar erlernen. Und auch die 5 Übungen der CD. Und da ist ja immer ganz wichtig, dass der Sprecher angenehm ist. Ich fand den Sprecher sehr, sehr gut. Ich fand die Stimme sehr gut. Ich konnte den zu jeder Tages-Nachtzeit sozusagen anhören. Und ich mochte auch die 5 Übungen, die darauf sind. Ich habe die jetzt immer mal so im Wechsel auch benutzt. Anstelle meiner Yoga-Session oder meiner Meditation habe ich jetzt wirklich Atem-Yoga immer mal mit eingebaut, weil ich natürlich neugierig war, was macht das mit mir. Und ich muss wirklich sagen, gerade diese Chakra-Atmung, jetzt ganz egal, ob man an diese Kraftpunkte im Körper glaubt oder nicht, oder also glauben im Sinne von, ne, dass man denkt, dass da etwas ist. Ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Man konnte sich da wunderbar darauf konzentrieren, man konnte da mitatmen und das ist gerade für den Anfang, finde ich, wirklich sehr einfach, dass man einfach dran bleibt, dass man am Atmen bleibt. Und für uns alle ist ja Atmen irgendetwas Selbstverständliches und wir machen das ja ganz unbewusst und das ist auch gut so. Also es wäre ja schlimm, wenn man immer gedanklich dabei sein müsste. Ein, aus, ein, aus. Da gibt es, glaube ich, irgend so einen Blondinenwitz, ne? Aber das erzählen wir jetzt nicht. Aber das hier erzählt uns eben, wie man das bewusst atmet und was eben bewusster Atem im Körper auch tut. Und das fand ich wirklich großartig gemacht. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es war wirklich wieder super informativ, es war übersichtlich, es war toll erzählt. Und für mich wieder ein Buch aus dem Iris Jana Verlag, das ich toll finde. Also ich habe mit diesem Verlag bisher wirklich nur gute Erfahrungen gemacht und gucke da mir auch gerne immer mal das Verlagsprogramm an, was mich da anspricht. Und hier war es dann eben Atem-Yoga und fand ich wirklich toll, hat mir gut gefallen. Kann ich jedem nur empfehlen, der eben auch mal zur bewussten Atmung etwas lesen möchte, der sich darauf auch einlassen möchte und der eben denkt, er braucht immer mal einen bewussten Atemzug. Und der ist hier absolut richtig. Also das fand ich wirklich sehr, sehr gut und hat mir jetzt in den letzten Wochen auch sehr gut beim Atmen sozusagen geholfen. Und das letzte Buch der Woche, was ich komplett in der Woche gelesen habe, ist Sturm über Windhaven von George R. R. Martin und Lisa Tappel. Ein Buch, das jetzt im Juli diesen Jahres im Penhaligon Verlag erschienen ist. Ich glaube, ursprünglich ist es eine Geschichte aus Anfang der 80er Jahre. Kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 12 Euro und hat 450 Seiten. Und besonders toll fand ich schon das Anfangszitat des Buches, das ist nämlich von Da Vinci. Wer einmal erlebt hat, was Fliegen heißt, der wird auf Erden wandeln, mit himmelwärts gerichtetem Blick, denn dort ist er gewesen und dorthin sehnt er sich zurück. Und ich habe so manches schon über Da Vinci gelesen und auch verschiedenste Dokumentationen, Biografien mir angeguckt. Das ist ein für mich ganz faszinierender Mensch. Und ich konnte nur nicken, denn ich glaube, jeder, der schon mal geflogen ist und es mag und sich oben in einem Flugzeug oder wo auch immer wohlgefühlt hat, der wird immer sehnsüchtig nach oben gucken, andere Flieger beobachten und denken, ach, wie gern wäre ich jetzt. Und wie klein wirken unsere Probleme, unsere Sorgen und die ganze Welt, wenn man tatsächlich in so einem Flieger sitzt, wo man ja technisch, theoretisch als normaler Mensch auch gar nicht weiß, wie das so funktioniert, wie dieses schwere Ding sich da oben hält, was sehr faszinierend ist, wie ich finde. Ich aber tatsächlich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Aber gut, ich schweife total ab, aber ich mochte dieses Zitat unglaublich gern und fand es wirklich sehr gelungen und passend für diese Geschichte. Ja, ich wollte mal wieder etwas von George R. R. Martin lesen. Noch habe ich ja den 5. Game of Thrones Teil sozusagen hier stehen. Ich weigere mich ja, den zu lesen, ohne zu wissen, wann es den 6. gibt, weil ich denke, dann bin ich einer der Wartenden, das bin ich trotzdem, aber ich weiß, diese Logik versteht nicht jeder, es ist meine Logik und ich darf so denken, wie ich möchte. Gedanken sind ja bekanntlich frei. Ja, und dementsprechend dachte ich, ergreifst du mal zu dem neuen Werk, das eben aus den 80er Jahren ist
ein Frühwerk von ihm ist und Science Fiction mit High Fantasy mixt. Und auch da könnte man jetzt denken, wie passt denn das? Aber es passt super gut, denn wir haben hier eine Zeit, in der die Menschheit eben die Erde verlassen hat und zu den Sternen gereist ist. Und vieles von der Erde wurde eben vergessen, außer das Fliegen. Und Windhaven ist eine anmutende Wasserwelt, bestehend aus vielen kleinen Inseln. Und es gibt gewaltige Stürme, es gibt Seemonster. Und das macht das Leben auf diesen Inseln eben nicht sehr einfach. Denn die Menschen auf diesen Inseln müssen ja irgendwie kommunizieren und auch Waren austauschen. Und es gibt hier eine Gilde, die Flieger, und diese Flieger können eben fliegen und können eben so den Austausch auf den Inseln gewährleisten, ohne dass sie eben wie Schiffe irgendwie im Meer untergehen. Und diese Elite, der Flieger, vererbt seine Flügel eben immer an den eigenen Sohn, ich glaube auch immer an den erstgeborenen Sohn der Familie. Und egal, ob der Sohn das möchte oder nicht, ob er Talent hat oder nicht, es ist eben einfach so Tradition. Bis auf Maris. Maris ist eine Fischerstochter und eines Tages trifft sie auf ihren zukünftigen Ziehvater, der keine eigenen Kinder bekommen kann, in ihr aber Talent sieht und Maris eben das Fliegen beibringt und eigentlich mit der Tradition bricht, aber er möchte seine Flügel eben weitergeben und sieht in Maris eben das großartige Mädchen, das sie ist, die starke Charaktere, die eben gerne fliegt, da wirklich ein Talent hat und sich schon immer danach gesehnt hat. Doch eines Tages, Maris ist schon eine großartige Fliegerin, bekommt er eben doch noch einen eigenen Sohn. Und als es Zeit wird, zu einem gewissen Alter ihm die Flügel zu geben, möchte Maris ihre Flügel natürlich nicht mehr hergeben und beginnt eben die Welt ins Wanken zu bringen, wie sie bekannt ist. Und denn sie möchte diese Tradition brechen, sie möchte, dass diese Tradition aufgehoben wird, dass nur noch die Menschen fliegen, die es können, wollen und Talent dafür haben, und stürzt damit im Grunde eine ganze Welt in ein gefühltes Chaos. Und die bekannte Welt wird verändern und wir erleben Maris zu drei unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben, eben so als Kind und Jugendliche, wie sie eben so diesen Konflikt herausbringt. Wir lernen sie als junge Frau nochmal kennen und haben sie dann eben auch noch als alte Frau, die so ein bisschen rückblickend dann auch ihr Leben irgendwie erzählt. Diese drei Sequenzen unterbrechen leider die Geschichte extrem. Das muss ich vorweg einfach schon mal sagen. Es ist eine unglaublich schöne High-Fantasy-Welt. Es ist ein tolles System, es ist eine grandiose Idee, wie dieses System funktioniert, was es mit Windhaven auf sich hat, was es mit dem Fliegen auf sich hat, was da rundherum im Grunde auch passiert. Ich mochte auch Maris unglaublich gerne. Diese Leidenschaft zum Fliegen konnte ich absolut nachvollziehen. Man packt sie direkt und man nimmt sie in sein Herz mit und man möchte im Grunde direkt mitfliegen. Man spürt dieses Freisein, diese Leichtigkeit, auch natürlich die Verantwortung, die man hat, und es ist wirklich ganz, ganz toll, was George R. Martin und Lisa Tuttle da geschaffen haben, und das natürlich alles schon irgendwie in der zukünftigen Welt, die eben anders funktioniert als unsere und die eben irgendwo in einem Sternenkreis ist, und da kommt eben wieder der Science-Fiction-Autor bei George R. Martin durch, was wirklich großartig gelingt und der Mix wirklich wunderbar ineinander greift und es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Leider hatte dieses Buch auch so manche Längen, und das fand ich tatsächlich sehr schade. Es gibt sehr viele Wiederholungen, es gibt sehr viele Dinge, die ich für unnötig befand, dass man die so ausführlich erzählt. Ich fand auch die Dialoge leider ein bisschen flach und auch die Nebencharaktere zu flach, zu wenig tiefgründig, zu wenig greifbar. Und auch diese Brüche mit diesen verschiedenen Lebensabschnitten, die kamen mir zu abrupt. Man hatte gar nicht das Gefühl, dass diese Lebensgeschichte bis zu diesem Punkt erzählt war, und schon ging eine andere los. Und nicht nur, dass sich der Charakter einfinden musste zu dieser Zeit, wo sich etwas bei ihr gewandelt hat, sondern auch wir mussten uns wieder einfinden. Und wir wussten dann eben bei diesen Cuts immer nichts und mussten uns im Grunde wieder erzählen lassen, was uns nicht erzählt wurde. Versteht ihr, wie ich meine? Und das fand ich unglaublich schade, weil mich das teilweise wirklich auch ein bisschen verwirrt hat. Und ich dann auch nachdenken musste, wie konnte diese Geschichte nach dem Bruch weitergehen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Dann wird einem das erzählt und ich frage mich, warum hat man es nicht
nach vorne erzählt, sondern nach hinten. Und ja, ich habe das tatsächlich ein bisschen schade gefunden. Also für mich ein Buch, das gut war, das von der Idee wirklich großartig war. Schreiberisch kann George R. R. Martin natürlich eine ganze Menge. Wahrscheinlich war das hier mal so ein Versuch, es anders zu tun. Ist für mich nicht ganz geglückt, weil ich mich eben gern, faul wie ich bin, in eine Geschichte fallen lasse und diese dann auch in einem Erzählstrang mir erzählen lasse. Vielleicht war wirklich diese ständige, ich muss zurückblättern, sozusagen, einfach, ja, zu viel für mich. Wer weiß. Ja, es war gut erzählt, es war wirklich eine grandiose Idee, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich denke wirklich, jeder, der gerne High Fantasy liest, der vielleicht auch schon mit George R. R. Martin irgendwie Erfahrung hat, könnte mit dieser Geschichte wirklich Spaß haben. Und vielleicht mal einen Blick in die Leseprobe werfen. Man spürt natürlich, dass die Geschichte schon eine ganz andere ist als das Lied von Eis und Feuer, dass es in eine andere Richtung geht. Und ich habe ja noch nichts Science-Fiction-mäßiges, außer die Kurzgeschichte in Nachtvisionen von ihm gelesen. Bin jetzt sehr gespannt auf die zwei Bücher oder auf das eine Traumlieder, was ja bei mir eingezogen ist, wie mir das so gefallen wird. Und ja, aber es war gut. Es hat mich gefreut, die Geschichte zu lesen. Und sie hat auch wirklich schon Spaß gemacht. Hat mit dem ein oder anderen, ja, Spaß-Minus-Faktor. Kann man das so sagen? Hat das Sinn gemacht? Ja. Ja, das soweit zu den Büchern dieser Woche. Serientechnisch lief nichts. Ich hatte ja jetzt im September The Paradise angeguckt, hatte mich letzte Woche nicht irgendwie für was Neues begeistern können und bin tatsächlich sehr oft einfach in den Büchern versunken und hatte dann auch gar nicht das Bedürfnis, eine Serie zu gucken. Ganz anders, Freitagnacht. Da habe ich mir auf Netflix eine neue Stephen King-Verfilmung angeguckt, nämlich Das Spiel. Ein Wahnsinnsbuch, das ich schon großartig fand, und auch eine wahnsinnsgute Verfilmung. In dem Buch und auch im Film geht es darum, dass ein Ehepaar, das schon länger verheiratet ist und das nicht mehr ganz so verliebt ist und auch sexuell nicht mehr ganz so viel läuft, eben in ihr Ferienhaus reisen und ja, im Grunde sich die Frau dort von ihrem Mann ans Bett fesseln lässt und der Mann hat dann einen Herzinfarkt und stirbt eben neben dem Bett, auf dem Bett, und die Frau sozusagen jetzt gefesselt an diesem Bett ist und nicht so recht weiß, ja, komme ich hier aus dieser Geschichte nochmal lebend raus. Sie neben diesem Schock natürlich auch noch etwas aus ihrer Kindheit mit sich herumträgt, was dann doch auch Bezug auf ihr Eheleben sozusagen genommen hat und eben auf ihre ganze Entwicklung. Und im Buch ist es, glaube ich, so, dass sie sich verschiedenste frühere Highschool-Freundinnen herbei fantasiert und mit diesen in Dialog trifft, denn diese Geschichte spielt dann tatsächlich einen Großteil nur mit sich selbst, also sie ist nur mit sich im Dialog. Und das hat man im Film sehr schön gelöst mit, ja, ich verrate jetzt nicht mit wem, auf jeden Fall hat man das sehr schön gelöst im Buch, dass sie eben auch im Film, dass sie eben auch im Dialog ist und es ist grandios gemacht. Ich habe gestern den Film angefangen, ich habe mich ins Bett gekuschelt, Katze gekuschelt und habe Licht ausgemacht und habe es mir auf dem Handy angeguckt und nach einer halben Stunde musste ich dann Licht anmachen, weil ich dachte, oh Gott, das erträgst du nicht im Dunkeln. Ich glaube, so nach dann nochmal einer Viertelstunde musste ich mich in meinem Bett setzen, weil ich nicht mehr mit dem Rücken zur Wand, also auf dem Bauch liegend sozusagen, gucken konnte. Und ich hatte teilweise wirklich Atemprobleme, ich hatte unfassbar klopfendes Herzrasen und ich hatte wirklich schaurigen Grusel. Und das ist etwas, was Stephen King kann, was er gut kann, was er, finde ich, mit am besten kann. Und ich finde tatsächlich die Verfilmung, auch wenn sie nicht 1:1 so ist wie das Buch. Das Buch ist bei mir aber auch locker schon 10, 12 Jahre her. Dementsprechend kann ich jetzt keinen kompletten 1:1 Vergleich machen. Aber ich weiß, dass es mir mit dem Buch genauso ging. Ich habe Gefühle, die ich mit dem Buch, mit der Geschichte, mit den Bildern in mir in Verbindung bringend auch noch Herzrasen bekomme. Und das hatte ich gestern. Und ich habe mich dann tatsächlich nach 1,5 Stunden, so lange hat der Film gedauert, gefragt, Gott, Steffi, du wirst nie wieder schlafen können, du wirst dich nie wieder von irgendwem ans Bett fesseln lassen können, was ich damals schon nach dem Buch dachte. Man vergisst sowas aber, glaube ich, relativ schnell. Und ich fand es Hammer. Also ich fand den Film wirklich unglaublich gut und er hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben uns dann auch bei den Kingsianern darüber ausgetauscht, denn die anderen drei haben sich den gestern auch angeguckt. Und es war
einfach großartig. Also wirklich großartiges Kino. Es war ein ganz toller Film und jeder, der Netflix hat, sollte da mal reingucken. Ich glaube, er ist ab 16, wenn ich mich nicht irre. Und man muss auch schon ein bisschen was aushalten. Also gar nicht das, was man so sieht. Ja, auch das ist brutal, aber eher das, was so sich im Kopf abspielt. Und sehr, sehr geile Verfilmung. Und dann sind wir, finde ich, mit einer tollen Überleitung auch schon beim letzten Thema, denn das ist die Ankündigung zum nächsten Kingsiana Hangout. Das wird am Donnerstag jetzt stattfinden, am 5. Oktober. Ich denke mal so 19 Uhr, 19.30 Uhr, da haben wir uns noch gar nicht abgesprochen, aber so um die Zeit wird es wohl werden. Treffen sich die Kingsiana mal wieder, um über allerlei King-Themen zu sprechen, Buchthemen, Film, Serienthemen, alles, was uns so einfällt. Denke ich, werden wir hier auf jeden Fall mit reinpacken. Es wird natürlich auch über das Spiel gesprochen, was wir ja alle gesehen haben. In Versuchung, dass wir auch alle bis dahin es gesehen haben, die neue Verfilmung vom Buch, werden wir wahrscheinlich auch dieses Thema ein bisschen anreißen und natürlich auch über allerlei andere Dinge. Wer also Lust und Zeit hat, Donnerstagabend, guckt einfach auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, überall, werden wir das auf jeden Fall noch bekannt geben, auch wann es genau losgeht. Geplant ist es auf meinem Kanal und ich freue mich da wirklich sehr darauf, die drei anderen Kingsiana dann im Grunde hier begrüßen zu dürfen und freue mich sehr auf den Hangout und ja, auf einen wunderbaren Abend, dann natürlich auch mit dem Austauschen mit euch und ja, das ist dann soweit am Donnerstag. Und ich muss wirklich noch gucken, dass ich bis dahin auch den Film sehe. Ja, ich muss irgendwie ins Kino. Mal gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Ja, das war's von meiner aktuellen Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den allerlei Büchern, egal in welche Richtung. Wenn ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt, schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare, wenn ihr Buchtipps habt und vielleicht sagt, Mensch, Steffi, dir hat das und das gefallen, guck dir mal das an. Dann natürlich auch immer her damit, auch bei Film- und Serientipps bin ich immer wieder offen für Neues. Ich habe ja Netflix und auch jetzt ganz aktuell Amazon Prime, so ein Testjahr und bin da mega gespannt, was da mich so ein bisschen erwartet und ja, wünsche uns nun einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch auch eine schöne kurze Woche für alle, die den Feiertag nutzen können und da frei haben und sich da ein bisschen entspannen können und ja, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.